Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Kurz vor dem Spiel gegen Hoffenheim und danach geht es auch schon gegen Dortmund. Also zwei sehr, sehr schwierige Spiele. Besser gesagt vier schwierige Spiele. Wolfsburg, Frankfurt würde ich nicht so ganz schwer, aber trotzdem noch schwer einschätzen. Genauso wie Stuttgart. Aber dann geht es auch schon gegen Union und Hamburg. Ja, gegen Hamburg ist auch unser DFB-Pokalgegner. Das könnte auch sehr interessant werden. Gegen die spielen wir auch im Dezember im Pokal, im Dezember in der Liga und im Februar im Pokal. Ja, das heißt, wir haben einiges vor, auf jeden Fall. Wir schauen erstmal unsere Mannschaft an. Ja, Otta Odukay Agu hat jetzt mal eine gute Form, nachdem ich geguckt habe, dass ich da irgendwie jemanden hole. Romero hat wieder eine sehr gute Form. Gittens ja auch, aber Bale ist auch noch so stark. Ich kann da nicht wirklich machen. Königsdorf von Jalzin sieht auch sehr gut aus. Dann haben wir Marin mit einer 14er Form. Aber Nakai einfach mit einer 17er Form. Also wir stehen momentan echt gut da. Ich kann auch direkt mal weitergehen, weil wir ja nur einen Tag vorgehen müssen. Hier Kreuz Peintner ist kurz davor verkauft zu werden. Also zumindest denke ich, dass er kurz davor ist, weil sie ihn unbedingt haben wollen und wir immer wieder Angebote machen für die Spieler, aber es kommt nicht wirklich was, ne? Wir können noch mal kurz gucken, ist hier bei den Scouts irgendwas Neues gekommen? Ja, Etienne Green ist fertig gescoutet, ne? 18 Millionen, ja, der hat ja dafür gesorgt, dass ein Jahr verschwendet war von unserem wunderbaren Stürmer. Dann haben wir noch Amendo Sieb von Ajax. 18,5, aber das sind also Spieler, die ich mir gar nicht leisten kann. Da müssen wir halt wirklich mal schauen, ne? Die Alots und Eric Abidal, die neuen Scouts, die machen ja, sind ja momentan dabei, unser Blickfeld ein bisschen aufzuräumen von den Scouts, Scoutberichten her, müssen wir mal schauen. Wie sieht das denn aus mit der Infrastruktur? Finanzstatus sieht auch noch alles sehr gut aus. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Doch, Infrastruktur wollte ich gucken. Trainingszentrum und Scouting-Büro ist bald fertig. Bauhof, nein, Bürogebäude müssen wir bald weiterbauen. 2,25 Millionen. Wird teuer auf jeden Fall, aber wir müssen halt mal schauen, ne? Wir müssen halt mal schauen. Trainingszentrum ist ja jetzt bald fertig und dann wird auch ein bisschen besser aufgestellt. Aber jetzt gehen wir erstmal rein gegen Hoffenheim. Hoffen natürlich, dass wir hier in der Liga weiterhin gut spielen, wie wir es gemacht haben und uns in der Liga halten, ne? Aktuell gegen den vierten aus Hoffenheim wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich bin echt gespannt, ob es was wird. Müssen wir halt einfach nur gucken. Und einfach das Beste auf den Platz bringen. Wir spielen zu Hause. 9. Spieltag. Mittlerweile ist die Saison schon im vollen Gange. Und beide Mannschaften sind äußerst konzentriert. Und das hoffe ich auch, dass wir das so übernehmen können. Aber erstmal Hoffenheim. Guter Angriff von 18,99 Hoffenheim. Damian ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Haben wir schon mal Glück gehabt in der dritten Minute. Wie geht's weiter? Wieder Hoffenheim. 2 Minuten später. Sorloff bedient. Mbeumo an der Strafraumgrenze. Doch dieser steht im Abseits. Spielen uns jetzt in den ersten 10 Minuten an die Wand, oder was? Hoffenheim spielt hier mit Abseitsfalle, okay. Tun wir, glaube ich, auch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das machen. So, wie sieht es bei euch aus? 11. Minute wieder, Hoffenheim. Diesmal mit einer guten Chance. Bubu hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Rudi. Strafraum spielt er clever den Rücken. Der Abwehr zu dem freistehenden Sorloff. Der will auf 8 Meter trockenes von Turay verlassene Tor zum 0-1 einfach einschieben, aber verzieht kläglich. Ja, wir lassen nur sie spielen, das geht so nicht. Wir müssen auch mal irgendwie was reinbringen. Aber erstmal kommt wieder Bebu über die rechte Seite. Aber es fehlt die Überzeugungskraft. Turay kann diese sicher aus der Luft pflücken. Ja, wenn ich Turay nicht hätte, ne? Die Abwehr muss sich mal ein bisschen warm spielen. Wieder kommt nur Hoffenheim. Wieder guter Angriff. Adamian jetzt, hohe Flanke. Bebu beweist in der Mitte seine Luftherrschaft. Und netzt das Leder mit einem herrlichen Kopfball zum 0-1. Ja, genau so sehe ich das auch. Genau so sehe ich das auch. Die spielen uns einfach an die Wand. Es geht immer weiter. Nur Hoffenheim. Scharfe Flanke von Bebu. Wieder. Agu unterläuft dabei beinahe ein Eigentor. Aber der Ball springt von seinen Knien neben das Tor. Läuft hart. Läuft hart. Wieder. Ecke von links, Staphylidis, die erste in diesem Spiel für Hoffenheim. Schlägt den Ball hoch auf den 11-Meter-Punkt. Gerade so, dass Turay nicht weiß, ob er herauskommen soll. Akpokuma kommt so zum Kopfball. Er fehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. So sieht es aus. So sieht es gerade aus hier. So gut in Form alle und dann sowas. Agu jetzt auch mit einer 5. Jetzt Drehschuss von Gareth Bale. Gefährlich. Torwart Pickford ist jedoch zu schnell. Die haben einfach Pickford im Tor. Läuft hart und begräbt den Schussversuch aus 12 Metern Untersicht.
Da war unsere erste Chance. Da war unsere erste Chance im Spiel. Mit einem klaren taktischen Foul unterbricht Bibu einen Angriff von uns. Ein Münchner Angriff, taktisches Foul. Wir gehen jetzt mal drauf, mal sehen, ob wir damit was machen können. Wenn ich zu denen sage, dass sie nicht so weiterspielen lassen wollen, lassen sie nur zu, dass Hoffenheim mehr Chancen kriegt. Klares Foul von Agpo Kuma gegen Königsdörfer. Okay, die nächste gelbe Karte sieht schon mal stark aus. Zwei gelbe Karte, frühe gelbe Karten. Also frühe gelbe Karten in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ja, inzwischen ist die Luft raus. Hier ist pünktlich Schuss. Wir gehen mit einer 1, mit einem 1-0 Rückstand in die Halbzeit. Natürlich bitter. Ich habe auf jeden Fall so weitergedrückt. Alle Spieler aufwärmen. Ich konnte gar nicht mit denen reden, weil ich dachte, ich kann eben kurz diese schnelle Geschwindigkeit Okay, Solov mit der gelben Karte wegen Schwalbe. Ich dachte, ich kann mir wenigstens irgendwas bringen. Weiter Einwurf von Rudi, wieder Hoffenheim. Turay kommt heraus und fängt den Ball locker ab. Stark. So, warte, ich glaube, ich mache einen Mehrfachwechsel. Wir gehen rein. Romero runter. Traoré, Bale und Marcos Marin kommen rein. Dann haben wir einen Dreifachwechsel jetzt in der 52. Ich habe ja leider mit niemandem gesprochen, weil ich wieder mal zu voreilig war. Das, wenn ihr meinen Motorsport Manager, die PC-Version, das die Karriere mal beachtet, dann werdet ihr sehen, dass ich sehr oft zu voreilig handle. So, jetzt kommt der Dreifachwechsel. Offensives Gefühl komplett ausgewechselt, also von den Flügeln her. Und der Spielmacher ist auch ausgewechselt. Mal sehen, ob der junge Rumäne da auch noch was machen kann. Okay, wir kriegen auf jeden Fall eine kleine Chance. Palmberg nimmt aus gut 20 Metern Maß. Pickford dreht den Ball mit einer spektakulären Parade um den Pfosten. Das heißt, wir kriegen jetzt unsere Ecke. Die macht... Warte. Erstmal kommt die Ecke von Gittens, der links außen spielt. Rechts außen spielt, warum weiß ich nicht. Da muss ich gleich erstmal schauen, dass ich das mache. Porsche will den Ball Wolle klären, schießt sich selbst gegen den Kopf. Der Abhaller streicht nur Zentimeter am eigenen Tor vorbei. So. So sollt ihr spielen. Das ist das Ding, was ich mir erhoffe. Ackmann kommt rein für Jalzin. Und ja, was mache ich noch? Ne, den letzten Wechsel spare ich mir, weil es zu früh ist, jetzt komplett alle Wechsel durchzumachen. So, jetzt kommt die Ecke von Gittens. Die zweite. Eckball ist eine leichte Beute für Pickford. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Kriegen wir hier jetzt noch was gebacken? Unser Kopfballmonster Ackmann kommt rein. Und es kommt jetzt auch direkt was. Traoré, Flank von rechts. Posch blockt den Ball zunächst mit der Hüfte ab. Aber Marius Marin spielt den Ball erneut heraus zu Traoré. Der nächste Versuch des Stürmers landet direkt in den Armen von Pickford. Ja, bitte. Alles erschreckend belanglos. Ja, wir kommen nicht wirklich ins Game. Das Stadion ist auf jeden Fall ausverkauft. Nice, das heißt, 23.000 Leute sind in unserem Stadion heute. Schon mal an. Marin passt genau in die Schnittstelle von Außen- und Innenverteidigung. Palenberg ist durch. Und scheitert am bestens postierten Pickford. Ja, Monster im Tor. Monster im Tor. Es geht weiter. Ecke von rechts, die dritte mittlerweile. Gittens jetzt als Linksaußen endlich die Ecke. Ecke durch Gittens. Palenberg prüft Pickford. Dieser hat jedoch keine Mühe, den schwachen Flachschuss aus 17 Metern zu parieren. Ey, komm schon. Spielerwechsel. Isaksen für Adamian. Bogarde kommt rein für Agu. Der kann das ja wenigstens ein bisschen. Aber gerade noch gelobt und dann sowas. Aber wir kriegen noch mal eine kleine Chance. Ecke, die vierte mittlerweile. Komm, die vierte ist unser Recht. Agpo Kuma kann mit einem Befreiungsschlag klären. Okay, nice one. Die Uhr trägt momentan die Farben von 1899 Hoffmann. Ja, das wissen wir bedauerlicherweise. Das wissen wir, aber es geht weiter mit unseren Chancen. Wir kriegen immer nur kleine Chancen. Angriff der Münchner Löwen über Marien und Palenberg. Der flankt direkt flach nach innen. Unsicherheiten der Abwehr bescheren uns unsere fünfte Ecke mittlerweile. So, was wird aus dieser Ecke? Wird eine gute Chance anscheinend. Fünfte in diesem Spiel. Gittens. Beino Gittens. Königsdörfer und Posch steigen zum Kopfball hoch. Ja, okay, man kennt es. Da setzt sich der Verteidiger durch. Posch kann sich durchsetzen.
Und Pickford muss nicht mal eingreifen, ja. Komm, holt euch wenigstens diesen einen Punkt. Ey, wir können nicht zwei Spiele in Folge in der Liga verlieren. Komm schon. Wieder Palmberg probiert es aus 25 Metern. Mit dem ungenauen Schuss hat Pickford aber keinerlei Chance. Probleme. Chance, keinerlei Chance. Den nicht zu halten. So kann man es auch sagen, aber das wird total umständlich. Traoré muss raus. Ja, perfekt. Perfekt. Ich kann nicht mehr wechseln und dann muss der Verletzte rechts außen raus. Mbabu kommt für Stafelidis. Okay, Hauptmann hat nachgerüstet, ne? Hier mit Kevin Mbabu. Jetzt kommt Hoffenheim, weil die einer mehr sind. Ecke von rechts, Dennis Geiger. Die zweite in diesem Spiel von Hoffenheim. Lukas Mai gewinnt das Kopfball-Duell im Zentrum. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Wir gehen nochmal weiter drauf, die letzten 8 Minuten. Jetzt sind wir in der Defensive immer noch einer, immer noch genug, ne? So, nach einer Ecke von rechts steigt Scholloff am hinteren Fünfer hoch, köpft. Turay reckt sich. Und fischt den Ball aus der Luft. Ah, stark, Christian, stark. Stark. So, für Palmberg scheint es anscheinend weiterzugehen. Das soll nicht zu schlimm sein da. Das ist auch schon mal nice zu hören, auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir Königsdörfer ein bisschen über rechts spielen lassen und Atman versuchen als einzelne Sturmspitze. Vielleicht bringt das was über die Flügel nochmal den schnellen Königsdörfer spielen lassen. Kaderabek kommt jetzt für Bebu. Gegen Ende nochmal, aber ich glaube nicht mehr, dass wir hier großartig noch was holen. Wenn wir noch diesen Lucky Punch mit den Unentschieden machen. Nein, jetzt macht Hoffmann wieder drauf. Gute Aktion von Zorloff. Der setzt sich im Strafraum durch. Schießt aus 12 Metern. Turay packt hier doch sicher zu. Turay. Ja, und da Nachspielzeit von einer Minute kommt, voller Angriff noch in den letzten 2 Minuten. Passiert hier noch was? Können wir noch irgendwie den Lucky Punch da rausholen? Nein, da ist der Schluss. Wir verlieren 1:0 gegen Hoffmann. Es ist einfach bitter. In der Druckphase verletzt sich unser Rechtsaußen und wir spielen mit einem Mann weniger. Statistisch gesehen 5:6 Chancen, sehr ausgeglichenes Spiel. Auch beide sind zwar ziemlich ausgeglichen, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Wäre eine Chance gewesen. Wir spielen, gucken die anderen Ergebnisse an. Bayern gegen Köln 1:1, Gladbach 2:2 gegen Freiburg, Leverkusen 2:0 gegen Mainz, Hertha 1:0 gegen Wolfsburg, Frankfurt 0:1 gegen Hamburg, Schalke 3:1 gegen Stuttgart, Union 0:2 gegen Dortmund, Nürnberg 1:1 gegen Leipzig. Wir bleiben also auf den 10., aber Nürnberg kommt durch diese Unentschieden weiter an uns ran. Es sind mittlerweile wieder 4 Punkte nur. Abstand auf Platz 16. Das heißt, Abstiegskampf ist noch voll im Gange. Spieltagsstatistik, wir schauen Marin und Muniain. Ne, Marin ist von uns in der 11. Spieltages. Spieler des Tages ist sogar Marius Marin. Läuft hart bei ihm. Pickford ist einfach die, ja, 11. Der Torwart des Spieltages. Und wie sieht es eigentlich mit Hoffenheim aus? Wie stehen die aktuell da? Spielen sogar Europa League jetzt gerade. Dritte Runde gegen Heidenheim. Und die haben echt eine starke Mannschaft, muss man sagen, dass wir da so lange gegen angehalten haben. Läuft hart bei uns. Baumann einfach Ersatzkeeper. Mit einer 77. Läuft bei denen. Läuft bei denen hart. GG. Ja. Der Feind in meiner Trainingsgruppe. Beino Gittens und Gareth Bale finden, können sich beide nicht leiden. Das ist schon mal ziemlich nervig. Aber ich denke, da wir Gittens nicht abgeben können und auch gar nicht wollen, wird Bale dann schon... Mit dem werde ich mal sprechen. Ich vertrage euch wieder auf jeden Fall. Ey, du bist erwachsen. Er lehnt ein klärendes Gespräch auf seine... Ja, komm, sei mal nicht so. So. Du vertragt euch wieder. Ja, beide lehnen es ab. Komm schon. Ey, Capitano. El Capitano, Mr. Jovetic. Komm mal mit. Ja, du darfst sogar starten. Und Akman muss mitkommen. Agu ist verletzt. Paslak darf deswegen wieder von Anfang an spielen. Traoré hat sich verletzt. Nere kann mit. Aber Mr. Kapitän, sprech mal mit deinen Leuten hier. Gib im Training alles. Wie geht's damit? Kümmer, rede mal mit Akman. Wie geht's der Familie? Kannst die Sprache? Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Deine Mannschaftsführung ist klasse. Ich kann dir das gerade leider nicht sagen. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Wir versuchen es einfach weiter. Ich habe auf jeden Fall was herausgefunden. Okay, er fällt jetzt aus für 2 Wochen. Das ist Agus Chance, Paslaks Chance meine ich. Aber ich habe etwas herausgefunden. Ich habe 2 Spieler auf meiner Scouting-Liste. Und darauf habe ich Bock drauf. Unser Klaus Allofs
Der Scouter Cristiano Ronaldo, den Rechtsverteidiger von FC Paços de Ferreira und Zlatan Ibrahimovic, das zentrale Mittelfeld von Juventus Turin. Wenn ich diese beiden Spieler kriegen sollte, also die Möglichkeit habe, die beiden Spieler sind ja die Regents, bloß auf anderen Positionen, würde ich sie natürlich verpflichten und versuchen, auf ihre ehemaligen Positionen wie Stürmer und so alles aufzubauen. Und dann haben wir unseren eigenen Cristiano Ronaldo. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber vorher gehen wir jetzt erstmal in die Partie gegen Borussia Dortmund, wo ich mir gar nichts erhoffe. Aber Marin ist in guter Form. Der Rest sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Von der Frische her sieht es auch gut aus. Wir gehen auf jeden Fall mal rein. Und schauen, vielleicht können wir für die Überraschung hier sorgen. Wir gehen raus, spielen ordentlichen Fußball. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. So, gegen Marco Rose. In der Mannschaftsvorstellung Onana, Guerrero, Akanji, Timber, Aguilera, Kozlowski, Paqueta, Chan, Arena, Belotti und Haaland. Läuft hart bei denen. Läuft hart bei denen. Besonders mit dem Keeper Onana mit nach 85. Ja, das wird sehr, sehr schwieriges Spiel. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck auf euch. Und jetzt, von der ersten Minute ist hier ordentlich Biss im Spiel, aber bis jetzt noch keine Torchance. Das ist schon mal gut auf beiden Seiten. Reyna wird von Marin da ganz eindeutig gehalten und eine gefährliche Angriff zu unterbinden, gelb. Und Marin kriegt direkt die gelbe Karte nach der Minute. Frühe gelbe Karte für ZM. Natürlich sehr bitter. Ich hoffe, der macht da nicht mehr draus. So. Noch ist es eine sehr ruhige Partie. Da steht's. Jetzt im zweiten Spiel steht es. Wir spielen mit Abseitsfalle. So, Marion, vor damit, komm. Du schlägst ihn weit nach vorne. Ich denke, das kriegen wir hin. Dafür ist Königsdorf und Jovetic gut genug. Überleg einen Moment in der Mittellinie, Marin. Dann ruft Florian Beckmann irgendwas nach vorne. Palme, der Spieler schlägt den Ball da einfach nach vorne. Palme nimmt den Ball mit der Brust, setzt sich gegen Akanji durch. Sein Schuss ist aber eine sichere Beute für Onana. Schade. Schade, schade, schade. Palme setzt sich einfach mal so gegen Akanji durch, ne? Läuft hart bei ihnen. Jetzt kommt Dortmund mit dem ersten Angriff. Über links kommt Guerrero. Versucht nach innen zu flanken. Der Ball wird abgefälscht. Kommt aufs Tor. Turay hat aufgepasst und ist sicher zur Stelle. Stark. Stark. Ich denke nicht, dass wir Turay noch lange halten können. Also der will bestimmt Probleme für Turay, wenn man vom Teufel spricht. Er lässt einen Distanzschuss von 28 Metern von Reyna nach vorne abprallen. Doch kein Dortmunder steht bereit, um abzustauben. Dass wir den lange noch halten können. Genauso wie Nakai und so. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass wir die lange halten können, wenn wir uns jetzt nicht etablieren in der ersten Liga. Wenn wir, ja, jetzt kommt Dortmund erstmal wieder mit einem guten Angriff. Ulukai muss nach einer Flanke von Guerrero Kopf und Kragen riskieren. Belotto stand einschussbereit in günstiger Position direkt hinter ihm. Ich denke wirklich, wie ich damals, ich glaube, das habe ich ein, zwei Folgen vorher schon gesagt, wenn ich jetzt absteigen sollte, Itta, Turay, Lukas May, die müssen alle weg. Ecke von rechts, Guerrero. Haaland will den beide am kurzen Pfosten verlängern. Lukas May ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke von Guerrero per Flugkopfball klären. Stark. Aber ich denke nicht, Palenberg wird zweite Liga nicht mehr spielen, Bale sowieso nicht, Romero bin ich mir auch nicht sicher, Jovetic eventuell, Königsdorf auf jeden Fall auch nicht. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Mannschaft komplett neu einstellen. Müssen wir halt gucken. Luca Itta ist nach einer Flanke von Guerrero einen Schritt schneller als Reyna und klärt zur Ecke. So langsam kriegt Dortmund hier die Oberhand. Ecke von links, 26. Guerrero, zweite in diesem Spiel. Belotti stoppt den Ball mit der Brust. Wählt den Weg nach außen. Zieht Vollspann ab. Aber trifft nur das Torgehäuse. Das geht so nicht. Lass Dortmund jetzt nicht die ganze Zeit kommen. May wirkte da etwas orientierungslos. Der heute ausgezeichnete Innenverteidiger muss sich daher auch von seinem Torhüter deutliche Worte anhören, ja. Wir kommen uns kaum mehr aus der eigenen Hälfte raus. Zuspiel von Dortmund in die Spitze, finden aber noch keine Abnehmer. Und jetzt kommen sie wieder mit einer guten Chance. Schöne Kombination von Dortmund. Emre Can zu Kozlowski. Der weiter auf Haaland. Und letzterer kommt im Strafraum zum Flanken. Itta hat aber aufgepasst. Und klärt zur Ecke. Ja, Itta stark. Der ausgezeichnete Innenverteidiger, Lukas May, ne? Mit einer Vierernote, läuft bei ihm hart. Ecke von links, die dritte schon. Die Ecke kommt schön auf den Elfmeterpunkt. Turay stürmt heraus. Schiebt alles zur Seite, was er sonst noch so an den Ball will. Und pflückt das Leder aus der Luft. Und begräbt es unter sich. Stark. Stark. Ray, stark. Aber es geht weiter. Ulukai schießt bei einem Abwehrversuch den eigenen Mann an. Der damit unfreiwillig für Reyna vorlegt. Lukas May schaltet blitzschnell. Und wirft sich noch dazwischen Ecke. Ja, Lukas May ist wieder drin. Der ist wieder im Game. Heinberg ist so gar nicht im Game, aber es geht einfach nur weiter. Die ganze Zeit nur Dortmund. Ecke von rechts. Guerrero vierte in diesem Spiel mittlerweile.
Jerkel kommt gefährlich in den Strafraum. Der Ball landet nach einer Kopfballabwehr von Odukai. Schließlich beim aufgerückten Timber. Der schießt sofort. Turei ist unten. Und kann abwehren. Oh, Junge, Turei. Christian, stark. Stark auf jeden Fall. Aber es geht weiter. Belotti geht am Strafraum an zu Boden. Das war knapp vor der Linie. Aber er rappelt sich wieder auf. Hält gegen Odukai wieder leicht. Diesmal auf der Linie. Dann reklamiert er. Aber Markovic lässt weiterspielen. Stark, Janek. Stark. Gute Schiri-Leistung, dass du das gesehen hast. Ja, ist Guerrero mit einem tollen Freistoß. Der sich im letzten Moment senkt. Haaland kann sich hinter seinem Bewacher Mai davonstehlen. Turei mit einem kraftvollen Kopfball überwinden. Ja, es ist einfach bitter. Die spielen uns hier an der Wand und es geht einfach weiter. Flanke von der linken Seite durch Rainer. Haaland kommt völlig frei zum Kopfball. Aber Turei kann mit einem guten Reflex die große Chance vereiteln. Ja, der ist wenigstens Turei. Ich sage jetzt einfach Turei. Der ist wenigstens an Ort und Stelle da. Wir kriegen mal eine kleine Chance. Marin spielt vor dem Strafraum zu Jovetic. Der zieht aus 25 Metern Halbrechtsposition ab und trifft in den Winkel. So geht's. So geht's. Ganz einfach. Nach einem geklärten Einwurf wollen die Schwarz-Gelben einen schnellen Konter ansetzen, aber Itta unterbindet diese schon im Mittelfeld. Gelbe Karte ist der gerechte Lohn, ja. Müssen wir halt mit leben. So, Spiel wird exakt nach der regulären Spielzeit beendet, ja. Läuft bei euch. Abpfiff, erste Halbzeit. Wir gehen mit 1-1 in die Halbzeit gegen die Dortmunder. Diesmal können wir auch wieder mit den Leuten sprechen. Assistent übernimmt das hier. So haben wir uns das natürlich vorgestellt, ne? So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir werden von Dortmund an die Wand gespielt, aber es steht 1-1. Palmberg geht runter. Wen kann ich für Palmberg einsetzen? Das ist die Frage. Wen kann ich einsetzen? Ich könnte Nakai spielen lassen, aber Romero und Jovetic würde auch gehen. Wir bringen Romero. Wir bringen erstmal Romero. Und der junge Franzose Hanere kann versuchen, noch mal ein bisschen über die Flügel zu kommen. Und ja, Linksverteidiger und CSM. Marin, ich lasse euch erstmal noch ein bisschen drin. Ich hoffe einfach das Beste. 4 Wechsel haben wir also noch. Aber Palenberg muss runter. Palenberg muss runter. So, Dortmund kommt auf jeden Fall direkt wieder mit einer sehr guten Chance aus der Kabine. Dann schickt mir einen weiten Ball Haaland. Der dringt in den Strafraum ein. Passt quer auf Belotti. Der nur noch einschieben muss, ja. So geht die zweite Hälfte los. Wir gehen jetzt mal drauf. Dortmund kommt wieder. Rainer mit der Chance zum Flanken. Odukai köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Stark. Stark, stark, stark. Ja, es geht einfach weiter. Die machen einfach den Druck aus der Hölle. Wieder eine sehr gute Chance. Kozlowski mit einem Geistesblitz. Lässt Itta im Mittelfeld stehen. Weicht auf rechts aus. Bringt den Ball flach in die Mitte. Haaland verlängert mit der Hacke auf den freien Rainer. Der netzt aus wenigen Meter aus der Drehung perfekt ein. Ja. Dann kann ich jetzt auch hier hingehen. Nakai und Pushers reinbringen. Und Gittens, glaube ich, bringe ich auch rein. Und dann ziehe ich Bell nach hinten. Bitter, 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 bitter. Gute erste Halbzeit. Okay, ich meine, die haben 13 Chancen irgendwie gehabt und wir 2. Aber wir haben einen reingemacht und hatten auch wenigstens noch die Chance, hier irgendwie einen Punkt zu entführen. Aber jetzt mit den 3 Toreführungen, wo sie so viel Druck machen, glaube ich nicht, dass wir hier noch großartig was machen können. Obwohl unsere Abwehr on fire ist, ne? Ja, Itta muss halt raus, Marien auch. Ist halt zu riskant, die beiden mit Rot da liegen zu lassen. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt mal eine Chance, eine gute. Jovetic schlägt den Ball nach links raus zu Gittens. Beino Gittens. Der flankt scharf in den Strafraum, wo Onana das Leder zur Ecke lenkt. Okay, stark. Es geht einfach weiter. Wir kriegen die Ecke nicht. Warum kriegen wir die Ecke nicht? Ich weiß es bis jetzt heute noch nicht, warum wir immer zwischendurch die Ecken nicht kriegen. Guerrero aus dem rechten Halbfeld, Turei kommt heraus, fängt die Kugel aber ganz sicher ab. Komm, wir packen mal Kopfball, Ungeheuer Akma nochmal rein. Der hat sowieso keine gute Form und dann können wir nicht mal wechseln. Dann können wir einfach nicht mal wechseln. Dann müssen wir schauen, wie wir das hier irgendwie über die Bühne kriegen, um nicht zu viele Gegentore zu kassieren. Aber 3 Spiele in Folge sind wir jetzt aktuell mit Niederlagen, wenn das hier so weitergeht. Wenn hier noch ein Wunder passiert, wir gehen weiter drauf. Starker Ballgewinn von Nakai im Mittelfeld. Nun geht es bei 1860 München ganz schnell.
Am Ende des Konters kommt Bale in aussichtsreicher Position zum Schuss. Noch ein Haken. Sein Schuss wird vom zurückgehaltenen Gegenspieler abgeblockt. Noch nicht mal Namen. Das ist einfach ein Statist. Irgendein Statist auf dem Feld, der zurückeilt und den abblockt. Emre Can spielt auf Haaland. Dessen Flachschuss geht aber nur knapp neben den linken Pfosten. Ja, gegen Manchester City hat er heute Doppelpack gemacht. Rock hart bei ihm. Also wenn ich das aufnehme heute, wenn ihr die Folge seht, ist sowieso Mittwoch. Also Coutinho kommt einfach mal rein für Gio Reyna. Läuft hart bei Dortmund. Ja, nach 4 Jahren sind das schon ziemlich interessante Mannschaften, ne? Die da auf den Markt gestellt werden. Wir kriegen nochmal in der 75. eine sehr gute Chance. Bin ich mal gespannt. Akman taucht nach einer schönen Kombination alleine vor Onana auf. Der kann den Ball erst, den ersten Ball noch halten. Aber ihr werdet staubt dann zum 2:3 ab. Oh, stark. Stark kriegen wir doch noch vielleicht die Sensation. Dahoud kommt für Kozlowski jetzt nochmal rein. Kriegen wir vielleicht doch noch die Sensation. Wer weiß, was passiert. 10 Minuten noch zu spielen. Wäre auf jeden Fall hier ein Sensationsding, ne? Und typisch für Dortmund. Gegen Aufsteiger irgendwie zu patzen. Zagadou kommt für Zagadou. Nicht Zagadou. Zagadou. Kommt für Akanji. Was passiert hier noch? Komm, voller Angriff jetzt. Die letzten 8 Minuten. Ich meine, wir können nur gewinnen daraus. Nein, Dortmund kriegt nochmal die Chance. Lucas May hindert Aguilera erfolgreich am Flanken. Obwohl dieser wirklich alles versucht. Ja. Kriegen wir noch diesen einen Lucky Punch? Nein, Dortmund wieder. Mit der guten Chance. Höchst gefährlicher Konter von Dortmund. Gelungene Kombination. Am Ende kommt Coutinho aus ausreichender Position zum Abschluss. Aber schießt Millimeter am Pfosten vorbei. Duray wäre da nicht mal rangekommen, ja. Duray. Ist halt bitte eine Minute Nachspielzeit. Hier passiert nichts mehr. Eine Minute wird hier nachgehängt, aber da ist der, nein, Donny Malen kommt nochmal für Haaland, einfach nur um die Zeit runterzubringen. Läuft für euch und dann müsst ihr Schlusspfiff kommen. Nein, wir kriegen nochmal eine Chance, wirklich. Bale hat den Ball im Halbfeld. Schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Zagadou will zum Ball gehen. Aber nach einem Zuruf von Aguilera lässt er den Ball passieren. Akman kann nicht mehr eingreifen. Das Leder landet im Tor aus. Ah, das wäre der Lucky Punch gewesen hier nochmal. Aber da ist der Schluss für viel Spielen. Wir verlieren 3:2 im Signal Iduna Park. Also besser gesagt aus meiner Sicht im Westfalenstadion. Statistisch gesehen war das natürlich ein klares Ding. 10:5 Chancen, okay. Und sah schon aus wie anders da, aber sehen sie auch alles Mögliche mit. Sie waren besser auf jeden Fall. Aber gegen Ende haben wir es nochmal spannend gemacht. Generell, wir haben es nochmal spannend gemacht. Besser Spiel, Spieler des Spiels ist Itta. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, musste ihn aber rausnehmen wegen der gelben Karte. Gucken wir uns die anderen Ergebnisse an. Leipzig spielt 1:3 gegen Gladbach. Hoffenheim 1:0 gegen Leverkusen. Wolfsburg 1:1 gegen Bayern. Stuttgart 1:1 gegen Nürnberg. Mainz 2:1 gegen Freiburg. Köln 3:2 gegen Schalke. Hamburg 1:2 gegen Hertha und Union 0:1 gegen Frankfurt. Nürnberg hat wieder unentschieden gespielt. Das heißt, sie kommen immer weiter ran. Sind nur noch ein Spiel entfernt von uns. Ja, läuft hart. Bayern geht langsam weg. Dortmund gewinnt hier momentan alles. Und steht momentan mit 6 Punkten vor den Bayern. Gefällt mir auf jeden Fall. Und Leipzig ist noch nicht mal international, ne? Ist noch nicht mal international. Wir sind mittlerweile 18 Punkte vom ersten Platz entfernt. Aber da glauben wir sowieso nicht dran. Wir sind mitten im Abstiegskampf und das wird auch so bleiben. So, wir gucken uns die Spieltagsstatistik an. Von uns ist niemand drin, trotz der guten Leistung von Itta. Aber ist niemand drin. Spieler des Tages ist Max Ahrens. GG, sag ich dazu. Aber hier würde ich auch die heutige Folge beenden. Wir gucken mal hier. Bewertung der Neuzugänge. Itta und Udukai sind Sensation. Traoré, Marin und Bale sind echte Verstärkung. Guter Griff ist Königsdörfer. Und nur Mitläufer ist Felix Passlack. Ja, aber das wussten wir. Genauso wie Flop Bürki. Da hat ein Spieler das jetzt gemacht, aber was soll's. Wie gesagt, würde ich die Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass